So, vor lauter Gesabbel ist das ja man immer so, ne, so beim Let's Playen, dass einem doch mal irgendwann der Mund so ein bisschen pappig schmeckt. Schmeckt ist auch geil. So, kriegen wir unseren Ausgangswert jetzt langsam. Pass mal auf, nee, wir können mal an das Gerät hier gehen. Das Gerät müsste ja wieder frei sein und das sieht auch sehr danach aus, als wenn es wieder frei ist. Schaffen wir es? Na? Noch ein bisschen? Nein. Aber gleich. Jetzt? Jetzt sind wir so ungefähr wenigstens wieder an dem Anfangswert angekommen. Schönes Ding, 1,5 Stunden verschwendet. Richtig gut. Oder auch nicht gut. Ja, und jetzt müssen wir halt noch die Werte wieder ein bisschen anpassen. Nach oben treiben das Ganze. Oh, ein bisschen hier, ne? So ein bisschen stärker noch mit reinpumpen. So, halt, stopp. Du gehst jetzt erstmal nach oben. Und diese 5 Minuten da, die legst sich jetzt erstmal hin. Ja, müssen noch ein bisschen warten, bis wir wieder ranked kämpfen können. So, reicht. Ja, dann werden wir gleich im Keller nochmal natürlich ein bisschen auf die Ausdauer gehen und wie viel hat das jetzt gebracht? Okay, noch eine Tiefkühlpizza und noch ein Kaviar hinterher. So, komm, soll reichen. Hat auch gereicht. Sehr gut. Halt, wie sieht's aus? Adrian. Plaudern. Hä? Oh, ich hab mich verklickt. Hups. Aber jetzt. Plaudern. Rede mit mir. Biatsch. Guck mal hier, die haben so Arme, ne? So stark und so, ne? Ich hab sogar auf die Muskeln, ne? Oh ja, mhm. Ja, ich lese hier mal ein Buch so, ne? Okay, du liest dein Buch, ich guck meine Arme an. Ich mach dir noch ein Geschenk, Baby. Baby, Baby. Oh, Baby, Baby. Was denn jetzt? Ich weiß es auch nicht. Das war irgendwie gerade so ein... Ich würde es am liebsten rausschneiden. Ach Mann, ey. Puh. Hier, der Türke hat dir ein paar in die Schnauze gehauen. Natürlich nicht. Das war rassistisch. Das war nicht mal sarkastisch, das war rassistisch. Ich entschuldige mich natürlich nicht dafür. Das macht nichts. Man darf auch mal rassistisch in der heutigen Zeit sein. Habe ich neulich in der Schule erst rausgehauen, diesen Spruch. Von wegen, ja, es wäre rassistisch, was ich da für eine Äußerung von mir gegeben habe. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Und wenn ich ganz genau überlege, ich weiß es wirklich gerade gar nicht mehr, was ich da zu dem Zeitpunkt gesagt hatte. Auf jeden Fall, es war wieder so eine sarkastische Äußerung, die grenzwertig war. Also wo man sagen kann, okay, man kennt den Trivolo, ja, das ist seine Art von Humor, das ist halt sein Sarkasmus, okay, kann man so machen. Ist nicht schön, aber ist seine Art. Okay, kann man so stehen lassen, ne? Und da hieß das dann von wegen, ja, es wäre rassistisch und so weiter. Da habe ich gesagt, wieso, man kann auch in der heutigen Zeit auch mal ein bisschen rassistisch sein, ne? Und dann so, von wegen, weißt du, die Blicke, die man dann erntet für so einen Spruch, gerade dieses hintendran, in der heutigen Zeit kann man auch ruhig mal ein bisschen rassistisch sein, also Weltklasse, ne? Also die Blicke, die sie einem dann alle zuwerfen, absolut genial. Ich habe mich so weggelacht, weil die Blicke, die waren doch alle so... Skandal! Oh, hat er das wirklich gesagt? Ich meine, das eine ist das, was man sagt, das andere ist das, was man meint und das dritte ist dann auch wiederum das, was man irgendwo auch darüber denkt. Ne, ich meine, das ist auch so eine Sache, wo ich mir denke, kann man Leute wie Julians Blog für diese volksverhetzenden Aussagen tatsächlich verknacken? Ich meine, diese Aussagen sind getätigt worden, aber ich glaube nicht, dass Julians Blog unbedingt so dumm ist und die auch so gemeint hat. Denn ich bin der Meinung, wenn man etwas sagt und sich völlig darüber bewusst ist, das Ganze damit aber ins Lächerliche zieht, dann ist durchaus der Sarkasmus deutlich spürbar. Meiner Meinung nach. Ja, also... ist halt die Frage. Ich meine, natürlich, man darf diese Sachen, die in den 30ern bis 40ern passiert sind, die darf man per Gesetz natürlich nicht gutheißen. Also, darf man wirklich übrigens nicht.
Da gibt es tatsächlich einen Gesetzestext, dass man das Ganze nicht gutheißen darf. Also hat mich sehr gewundert. Aber das mal so am Rande, ne? So kleiner, mal Fun Fact kann man nicht sagen, sondern kleine Lehrstunde mit Tribolo, was weiß ich. Nennt es ja, wie ihr wollt. So, ich gehe nochmal einen ganz kleinen Moment auf Geschicklichkeit. Weil auf Geschicklichkeit kriegen wir keine 10%. Und das habe ich in letzter Zeit doch, glaube ich, falsch gemacht. So, dann gehe ich mal ein bisschen weiter pumpen. Vor allem auf Stärke kriegen wir, glaube ich, am meisten Prozente. Da haben wir ja 2 Skillpunkte für, wenn ich mich recht erinnere. Aber ansonsten, Leute, ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe hier echt keinen Vorankommen. Ein Tag und wir kommen auf die Werte 18, 8, 12, aber nicht drüber hinaus. Entweder muss ich jetzt wirklich meine Trainingseinheiten komplett verändern oder frag mich nicht. Vielleicht doch die Geräte ein bisschen benutzen, wo man eben von jedem ein bisschen mitnimmt. Pass mal auf, weißt du was? Können wir Kampf verfügbar? Wir werden das jetzt einfach mal machen und wir nehmen jetzt mal den kräftigen Kinnhaken raus und nehmen mal den Powerblock mit rein. Und dann mal sehen. Ich meine, wir haben volle Energie. Also nicht Energie, sondern Lebensenergie, Lebenspunkte. Alter Schwede, ey. Ich sitze hier und zucke mit den Schultern, mit den Achseln, wie man das auch nennen möchte. Jo, und gleich wieder auf den Kopf. So, pass mal auf, Leute. Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich werde diese Aufnahme, glaube ich, für heute erstmal beenden. Also diese Aufnahmesession. Und werde mir jetzt mal ganz, ganz immens viele Gedanken machen, wie ich da jetzt weiter vorgehe. Und dann, nimmt's mir bitte nicht übel. Aber ich werde jetzt ein bisschen das Game offscreen zocken. Und werde mich mal darauf konzentrieren, dass wir die Werte hochgebollert kriegen. Vielleicht lasse ich die Aufnahme nebenbei laufen, so dass wir halt, dass ihr halt eine Speed-Aufnahme bekommt. Aber in erster Linie werde ich mich jetzt darauf konzentrieren, dass wir die Werte alle um 1 bis 2 nach oben bekommen. Alles klar, ich bin erstmal raus an dieser Stelle. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt mal gewogen, bleibt mal treu. Haut rein und tschüss. So, moin moin und willkommen zurück. Selbe Stelle, neue Welle. Tribolos Let's Play. Eine neue Runde. Punch Club. Ja, Punch Club. So, und wer die Social Medias verfolgt hat, ich hatte da ja gerade eben, kurz bevor ich in diese Aufnahme gestartet bin, einen kleinen Post bei Facebook verfasst, der sich dann natürlich selbstständig bei Twitter auch geteilt hat. Darin geht es darum, dass ich in dieser Punch Club Folge oder in den nächsten kommenden Folgen, ich weiß noch nicht, wie ich das am besten gestalte, ein bisschen das Ganze so Art Laber-Let's Play seit längerer Zeit mal wieder machen möchte. Denn ich habe euch ein paar Sachen zu erzählen. Es geht dabei hauptsächlich um das Streamen und ich stecke im Moment in einer, ja, wie soll ich sagen, also ich mache da jetzt einen Zweiteiler draus, weil hier auf dieser Folge sind irgendwie noch roundabout 7 Minuten frei und auf der nächsten Folge, ja, da geht es dann halt ein bisschen mehr zu und ich denke mal, ich laber sowieso wieder runde 30 Minuten über das ganze Thema und vor allem rede ich dann bestimmt wieder drumrum und hast du nicht gesehen. Also, worum es mir geht, es geht mir mal wieder um das Streaming. Und zwar, ich habe mir so ein bisschen Gedanken in letzter Zeit wieder über das Streamen gemacht. Auch unter anderem, ihr wisst ja, ich habe ja ein, ich sag mal, neues Vorbild, wie man es auch immer nennen möchte. Und zwar den guten Commander Krieger. Der olle Commander Krieger ist gewechselt von Hitbox, durch ihn bin ich ja an Hitbox überhaupt erst gekommen, zu Twitch und hat dort jetzt auch einen Vertrag unterschrieben und so weiter. Könnt ihr alles selber bei ihm nachlesen, ist ja ein wohlbekannter großer Let's Player, YouTuber, wie auch immer sein, der schon irgendwie 5 oder 6 Jahre dabei ist. Sollte auf jeden Fall bekannt sein, der gute Herr.
Jedenfalls, der Kontext ist, er hat sich so ein bisschen Gedanken ja auch gemacht, so um Twitch und Hitbox und seine persönlichen Zukünfte und so weiter und hast du nicht gesehen. Und in dieser Phase stecke ich zurzeit halt auch so ein bisschen, dass ich mir ein bisschen Gedanken um meine Zukunft im Bereich des Streamings mache. So, wenn ich mich jetzt selber mit meinen Zahlen konfrontiere, sprich mit den Aufrufen, mit den Zuschauern, mit der Zuschauerbindung und so weiter, dann fällt halt auf, ganz klar, ich habe mein Stammpublikum, hat ja jeder der Streamer, aber der Durchgangsverkehr, der ist jetzt ausgeblieben. Und ich habe ja immer gesagt, ich bin mehr oder weniger auf diesen Durchgangsverkehr auch angewiesen, weil ich über diesen Durchgangsverkehr ganz klar, soll ich sagen, berühmt werde? Keine Ahnung. Also durch diesen Durchgangsverkehr erhalte ich ja erst neue Zuschauer. Hauptsächlich. Oh, der Liebesbuff ist weg. Also die neuen Zuschauer, die kommen ja halt in der heutigen Zeit eigentlich hauptsächlich nur noch durch den Durchgangsverkehr, den man eben bei Twitch und bei Hitbox und wo nicht überall hat. So, das Problem ist jetzt natürlich, dass bei Hitbox der Durchgangsverkehr völlig aus ist. Weil die Deutschen, die sind halt so, wenn ich eine Schiene habe, dann fahre ich auf dieser Schiene bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Das ist das, was ich immer sage, worüber ich ja auch gerne mal so ein Let's Talk machen möchte. Deutschland, das Land der Extremen. Aber das Problem an diesem Let's Talk wäre halt, dass man wieder mal alles falsch verstehen kann. Eben genau das ist nämlich das Problem an Deutschland, das Land der Extreme. So sehe ich die Sache aktuell. Und also zu diesen extremen Geschichten. Und ja, mein Gedanke ist jetzt halt tatsächlich, wohin gehe ich? Wo soll die Reise hingehen? Na, wo soll... Was machen Sachen? Soll ich jetzt wirklich mich vollständig nur noch auf Hitbox konzentrieren? Um vorher schon zu wissen, dass eben ich Probleme haben werde, Zuschauer zu bekommen und Zuschauer zu binden, eben weil der Deutsche ist... Hitbox ist scheiße und Twitch ist das Nonplusultra und das Ultimum. So, das Problem, was ich ja immer wieder darstelle, ist, diese Leute konfrontiert man dann mit der Frage, warum ist Hitbox für dich scheiße? Ja, weil es scheiße ist. Ich möchte mal von einem dieser Leute, möchte ich wirklich mal eine Antwort haben, warum Twitch besser sein soll als Hitbox. Und da kann ich mich auch ehrlich gesagt, das hat man glaube ich gerade ein bisschen gehört, da kann ich mich auch nur drüber aufregen. Weil ich verstehe es nicht. Was ist denn so toll an Twitch? Ich meine, ich persönlich, ich fühle mich dadurch natürlich total eingeschränkt in meinem Handeln. Weil will ich nach vorne kommen, bin ich angewiesen oder bin ich gezwungen schon fast, Hitbox aufzugeben und nur noch zu Twitch zu gehen. Ich persönlich bin im Moment auch fast so weit, diesen Schritt zu gehen und einfach zu sagen, alles klar, ihr habt mich soweit, ich bin halt dann weg von Hitbox und gehe dann nur noch zu Twitch. Das Problem an der Sache ist, wie ich überhaupt auf diesen Gedanken komme, das ist das Prinzip, wie Hitbox und Twitch, also beide Plattformen, wie eben beide Plattformen funktionieren. Denn beide Plattformen funktionieren auf demselben Prinzip beim Zuschauer. Der Zuschauer sucht sich ein Spiel, wenn jetzt gar nicht mal den richtigen Streamer oder den Lieblingsstreamer, wie auch immer. Nein, der Zuschauer sucht sich jetzt ein Spiel. Nehmen wir mal Minecraft. So, jetzt hat man diese Aufrufzahlen. Also es ist ja von vornherein nach Aufrufen sortiert. Da, wo die meisten Zuschauer sind, ist ein hohes Ranking. Das Ding ist sehr weit oben. Jetzt hat man bei Twitch zum Beispiel die Möglichkeit, sich die Kanäle anzeigen zu lassen, die auf Deutsch streamen oder aus Deutschland kommen, weil das heißt, nur weil da Deutsch steht, heißt das noch lange nicht, dass sie auch auf Deutsch streamen. Finde ich voll daneben, weil, ne, wenn ich auf Englisch streame, dann möchte ich auch bitte in den englischen Bereich. Aber gut, okay, das ist eine persönliche Einstellung. Das tut mal nicht zur Sache an sich. Das Ding ist einfach nur, dass ich hier mal gerade gucken muss. Ja, gut, nicht überfüttern, ne? Das Ding daran ist ja einfach nur, dass ich dieses hohe Ranking oder ein Ranking gar nicht schaffe. Wie soll ich das denn schaffen? Da ich durchgehend keine Zuschauer auf Twitch habe, ich habe aber durchgehend Zuschauer auf Hitbox. Auf Hitbox habe ich den Nachteil, dass zu 99%
nur Ausländer unterwegs sind. Und die halt sich keinen deutschen Stream angucken wollen. Hitbox ist eine Plattform, ich weiß nicht. Also ich habe so das Empfinden, nach den Landesfarben zu urteilen, weil ich kann in meinem Dashboard kann ich die Landesflaggen teilweise sehen, dass auf Hitbox fast nur Polen unterwegs sind. Also es kommen fast nur Polen als Durchgangsverkehr vorbei. Ja, und wenn die jetzt kein Deutsch können oder die sich gar nicht für einen deutschen Streamer interessieren, die schalten ein und sind wieder weg.